Hallöchen, meine Liebsten. Heute gibt es mal eine ganz kurze Kerzenreview. Ich habe nämlich ein Kerzchen leer gemacht und dachte mir ganz spontan, ich mache einfach mal eine Review daraus. Es handelt sich wieder um eine Kerze, die wir über Umwege nur bekommen. Ich werde aber ganz bald mal ein kurzes Video noch machen über Kerzen, die ihr hier im Standardsortiment bekommt. Da wurde ich nämlich gefragt, ob ich eine Sammlung machen möchte, also so ein Sammlungsvideo von Kerzen, die es hier gibt. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das und ich denke mal, ich weiß noch nicht, wann ich die Zeit dazu habe, ich hoffe bald, dass ich einfach mal ein kleines Sammlungs-Review-Video mache zu Kerzen, die ihr hier kriegt von Yankee Candle, damit ihr halt nicht immer so ein bisschen in die Ferne geschickt werdet. Heute allerdings nochmal eine Review von etwas weiter entferntem. Ich habe nämlich aktuell von Yankee Candle Doremi leer gemacht. Und den hatte ich mir ja geholt, zweimal, einmal für die Sammlung, einmal zum Benutzen. Ja, wie ihr seht, er ist komplett leer und ich weiß nicht, ob man das auch erkennt, wirklich sauber ist der auch nicht abgebrannt, leider. Es geht, also ich hatte schon schlimmere, aber ja, so richtig sauber, da seht ihr das bestimmt ein bisschen, ist halt überall hier so Wachsreste sind da. Ist komplett leer, hat sich zum Schluss selber ausgemacht, wie ihr seht. Und ja, was euch bestimmt als Kerzenkenner oder zumindest wenn ihr schon länger dabei seid, bestimmt auffällt, ist, dass dieses Ding immer noch vor Duftölen trieft. Ja, reden wir mal ganz kurz über den Duft an sich. Also der Duft an sich ist ein sehr, sehr angenehmes vanilliges Sandelholz. Also jetzt nicht wie Sandalwood Vanilla, der ist ein bisschen anders, aber ähnlich. Der erinnert mich ein bisschen an Vanilla Satin, aber noch was Holziges mit dabei. Wobei die holzige Note etwas überwiegt. Aber es ist im Prinzip eine holzige Vanillenote, so, wenn man es mal so grob sagt. Ich habe natürlich nie irgendwie die Duftbeschreibungen von Yankee Candle selber zur Hand. Deswegen rieche ich die dann halt selber raus. Jedenfalls, ach ja, bevor ich weitermache hier, nicht wundern, hatte ich in einem anderen Video auch schon, ist ein Eyeliner-Experiment für den Blog gewesen. Ja, passt eigentlich aber irgendwie schon so ein bisschen, oder? So schwarz, Pünktchen. Ja, wie empfand ich den Duft? Der Duft an sich hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mag ja so vanillige Düfte. Ich habe halt für mich jetzt entdeckt, dass ich diese straighten, also diese direkten, reinen Vanilledüfte nicht so mag. Das ist scheinbar nicht so mein Ding. Ich mag es halt, wenn Vanille mit etwas anderem gemischt ist. Also das sind für mich aktuell so die Düfte, die mir am allerbesten gefallen. Zum Beispiel Sandalwood Vanilla habe ich mir jetzt zwar noch nicht geholt, weil ich halt soweit mit vielen Vanilledüften eingedeckt bin. Vielleicht hole ich ihn mir irgendwann mal gucken, aber aktuell noch nicht. Aber Doremi hat mir auf jeden Fall in diese Richtung sehr, sehr gut gefallen, weil halt rein vom Duft her Vanille mit einem starken Sandelholzduft rauskam. Und von der Duftintensität muss ich allerdings leider sagen, war der sehr, sehr schwach. Also so bis zur Hälfte habe ich den kaum wahrgenommen. Ich habe den im Schlafzimmer benutzt, habe immer in meinen Hurricane reingestellt, also in mein Windlicht, Deckel drauf, das ist immer so ein Illuma-Lid habe ich drauf gehabt. Und vom Duft her habe ich so, sagen wir es mal so, bis zur Hälfte eher wenig mitbekommen. Also ich habe es gerochen, sowas nicht, aber ich würde es auf einer Duftskala so auf eine 4 setzen, 3 bis 4 ungefähr. Also wirklich stark ist der nicht gewesen, also wirklich, wirklich schwach. Für alle, die sehr, sehr starke Kerzen gewohnt sind, ihr werdet den wahrscheinlich überhaupt gar nicht wahrnehmen. Ab der Hälfte ist mir dann aufgefallen, da habe ich auch den Eindruck gehabt, dass mehr Duftöl vorhanden war, dass das alles irgendwie so ein bisschen sich unten gesammelt hat, wurde der immer ein bisschen stärker. Jetzt war der natürlich keine 10, das ist der nie geworden, aber ich sag mal, der hat sich von so einer 4 ab der Hälfte auf eine 7 hochgearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke wirklich, dass es daran liegt, dass sich das ganze Öl so ein bisschen hier gesammelt hat. Und wenn ihr mal guckt, hier sammelt sich der ganze Knies auch da unten, also dieser ganze Duftölkram. Und ich glaube, wenn ich das jetzt als Tarz mache, wird das eine totale Duftbombe bestimmt. Werde ich auch machen. Und ja, ich habe den im Schlafzimmer benutzt. Das ist nicht so groß. Also in meinem Wohnzimmer, großen Loft-Wohnzimmer, hätte ich den wahrscheinlich gar nicht erst wahrgenommen. Aber im Schlafzimmer hat er sich von einer netten Hintergrundduftnote zu einem richtig, richtig schönen 7er intensiven Duft gemausert gehabt und hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich habe wirklich versucht, ihn so weit runter zu brennen, wie es geht, um noch an das Duftöl dran zu kommen. Aber er hat sich dann zum Schluss selber gelöscht, was ja gut ist, so kann halt nichts passieren. Was das Abbrennen selber anging, fand ich ihn okay. Er hat an und für sich eigentlich immer einen Pool gemacht. Er hat irgendwann mal kurze Zeit
ein klitzekleines bisschen einen Tunnelansatz gemacht, aber das hat sich dann selber wieder geregelt und wie gesagt, wenn ich den halt immer mehrere Stunden hab brennen lassen, dann hat er eigentlich immer gepult. Das war an und für sich so kein Problem. Also ich glaube, der hat, wenn man so, hier ist zum Beispiel so ein Rand, hier hat der mal so ein bisschen getunnelt und hier unten nochmal so ganz kurz, aber wirklich nur im Ansatz und das hat sich dann von selber wieder geregelt. Das saubere Abbrennen wäre halt, also es wäre schöner, wenn er etwas sauberer abgebrannt hätte, hätte ich weniger Arbeit beim Reinigen. Ansonsten muss ich sagen, ob ich den jetzt empfehlen würde, für die Sammlung auf jeden Fall, weil das Label halt wirklich, wirklich sehr, sehr toll ist. Und der ist halt, wenn ihr die Sound of Music Kerzen sammelt, das wurde ja hinterher als extra Kerze extra gemacht. Wäre das vielleicht noch ein tolles Extra, ist auf jeden Fall sehr dekorativ, muss ich sagen. Falls ihr zum Beispiel eine musische Familie habt, euch für Musik interessiert oder vielleicht Klavier spielt oder sowas, ist der alleine schon aus dekorativen Zwecken wirklich passend. Vom Duft her würde ich ihn wirklich nur empfehlen in kleinen Räumen, also wirklich, wirklich klein. Badezimmer, wenn ihr Vanille durch dem Badezimmer mögt, dann ja. Ansonsten empfehle ich persönlich Schlafzimmer, weil ich selber mag Vanilledüfte sehr gerne im Schlafzimmer. Das ist dann sehr angenehm, wenn man dann ins Bett geht, so das noch in der Nase zu haben. Das ist dann einfach so was Wohliges. Aber in großen Räumen würde ich, denke ich nicht, dass der irgendeine Leistung bringen kann und würde ihn dann dafür auch nicht empfehlen. Muss man den jetzt unbedingt haben, würde ich jetzt sagen, nein. Also haben müssen unbedingt nicht. Ich habe noch den einen für die Sammlung. Ich weiß noch nicht, ob ich einen irgendwann, wenn ich nochmal meine Finger dran kriege, nochmal zum Abbrennen hole. Aktuell brauche ich den jetzt erstmal nicht nochmal. Wie gesagt, ich mache mir hier jetzt noch ein paar Tarts draus und die hebe ich dann noch ein bisschen auf. Und ja, ansonsten, also sagen wir es mal so, wenn ihr günstig dran kämt oder relativ günstig dran kämt, ja, ausprobieren kann man ihn mal, muss nicht. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich, wenn euch irgendwer kommt und dafür 40 Euro will und ihr wollt ihn nur zum Abbrennen haben, macht's nicht. Also das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Also wenn ihr wirklich sammelt und ihn wegen dem Label für die Sammlung haben wollt, dann ne, ist das dann euch überlassen, auf jeden Fall, wenn ihr dann sagt, okay, das ist er mir wert. Aber wenn ihr ihn nur mal ausprobieren wollt, nur mal zum Abbrennen haben möchtet, würde ich ehrlich gesagt nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Also da rate ich dann wirklich von ab. Ansonsten ist es eigentlich eine nette Kerze, könnte aber stärker sein auf jeden Fall. Und die Duftölverteilung hätte etwas besser sein können im Wachs. Aber das hat man halt nicht immer in der Hand. Manchmal schon allein durch Lagerung setzt sich alles unten ab. Und ich habe jetzt zwischendrin auch, ich wollte es immer machen, aber ich habe ihn jetzt vergessen, kopfüber zu lagern mal und habe dann irgendwann gesagt, ich mache den jetzt leer und habe das geschafft. Und ja, das war soweit meine kleine Review zu Doremi von Yankee Candle. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und wie gesagt, ganz bald kommt ein bisschen mehr von den Sachen, die wir hier bei uns Deutschland auch bekommen für euch. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich. Bis dann, ciao.